Jedenfalls sind hier. Headcrab. Uah, stirb. Gut, da war die Headcrab und die Frames sind leider wieder weg. Uah, Headcrab. Gut. Zeitlupe. Und ganz viele Kakerlaken. Okay, hier ist es gerade echt extrem schlimm, muss ich sagen. 40 Frames haben wir, 30. Okay. Und zack, sind es wieder 60. Tja. Also wie gesagt, ich verstehe es nicht, woran es liegt. Ich habe nichts im Hintergrund laufen und... Tja, ansonsten... Man sieht ja, dass es flüssig läuft, normalerweise, aber... An manchen Stellen halt nicht. So. Taschenlampe kann wieder aus. Ich sehe Zombies. Stirb! Uah. Ja, also hier ist es echt extrem übel in diesem Bereich. So. Und. Headcrab, wo, was? Stirb! So. Gut, und hier haben wir die Knöpfe für Treibstoff. Falscher Knopf. So. Treibstoff an und Sauerstoff an. Und hier blubbert es in den Leitungen. Und wir können jetzt hier mal die Leiter hinauf und sind dann achso, Schalter. Und sind dann genau wieder hier, wo wir eben da lang gegangen sind. So, damit wären die ersten beiden Sachen erfüllt. Und es fehlt nur noch Power oder Elektrizität. Und jetzt mache ich doch mal eben hier. Bam! Okay, Verarztung brauchen wir jetzt nicht so dringend. Da waren ein paar Feuchttücher, brauchen wir auch nicht. So, und dann geht es wieder hinein in diesen Silo-Bereich hier. Mit einer Ladezeit. Natürlich. So. Und hier hören wir auch schon wieder das Monster rumhacken. Okay, jetzt muss ich mal eben... Friss das! Du auch! Uah. Auf die Leiter, auf die Leiter! Okay. Gut, dann müssen wir als nächstes durch diese Tür da. So. So und... Nachladen. So. Okay. Frissgranaten. Du Scheißvieh. Und jetzt schnell durch die Tür. Okay. Mal wieder Schrotflinte. Was erwartet uns hier? Hier ist eine Sackgasse. Alles klar. Okay, hier mache ich mal lieber einen Quicksave. Denn ich habe Angst, dass ich hier reinfalle. Nein, tue ich nicht. Okay. Uah, was? Wo? Uah. Okay, da kam irgendein Scheiß runtergesegelt und hat uns... ja. Genau das habe ich befürchtet. Okay, dann diesen Sprung nochmal. Der ist kein Problem. Hier kommt wieder die Scheiße runtergesegelt. Und wir versuchen es nochmal. Ja. Gut, vielleicht sollte ich gleich nochmal ein Quicksave machen, direkt vor dieser, vor diesem Sprung hier. Und zwar an dieser Stelle hier. So, Quicksave, danke. Okay, jetzt funktioniert es natürlich. Bam, stirb! Och man, die Frame Rate, das kotzt mich echt ein bisschen an. So. Dann geht es hier zur Power Facility, wenn ich das da richtig lese. Okay, hier war dieses komische Spuckviech. Das haben wir aber schon gekillt von irgendwo da oben, glaube ich. Und hier sieht man auch schon eine elektrische Leitung. Und der folgen wir jetzt mal wieder. Da sind wieder ein paar laufende Schinken. Und eine weitere Ladezone. Stirb, Schinken! Bam! Du auch! Bam! Bam. Gut, die sind natürlich keine Gegner. Da ist wieder so ein komisches Spuckviech. Dem... Uah. Stirb! So, dem haben wir mal ordentlich in den Arsch geschossen.
Und ja, die anderen Viecher an der Decke lasse ich mal. Da ist Verarztung, brauchen wir aber im Moment nicht. So, wir müssen nach da unten und rufen mal den Fahrstuhl. Das Licht geht an. Und der Fahrstuhl kommt herunter. So, und ich mache hier nochmal einen Quick Save. Kann man ja nicht oft genug machen. So. Hinein in den Fahrstuhl und abwärts. Und er ist wieder ein wenig lahm und dieser Boden hier auch wieder nichts für Frauen mit Stöckelschuhen. Okay, Fahrstuhl ist steckt. Da ist eine Leiter. Muss ich jetzt mit der Leiter weiter? Huch. Wo ist der Fahrstuhl hin? Okay, der Fahrstuhl ist weg. Ja, keine Ahnung, wo der jetzt geblieben ist. Jedenfalls war es scheinbar nicht ganz unklug, hier die Leiter zu nehmen. Und hallo, darf ich hier bitte von der Leiter weg? Ich komme nicht von der Leiter weg. So, okay. Na gut, hier ist wieder radioaktiver Schmodder auf dem Boden. Und da haben wir wieder einen Wissenschaftler. Möchte ihr uns irgendwas erzählen? I hope no one expects me to start up the generator. Smithers went down there and never came back. Gut. How interesting. Just look at that. Ja. Okay, irgendjemand ist losgegangen, um den Generator zu aktivieren, ist aber nie zurückgekommen. Ist das... Ja, das ist giftig. Komme ich hier rauf? Ja, okay. Das heißt, wir müssen dann wohl los und den Generator aktivieren. Stirb. So, Silo D02. Gucken wir mal. Da unten ist wieder Schmock und da ist wieder so ein Viech. Stirb, Viech. Kann ich das überhaupt treffen von hier? Ich kann es zumindest nicht anvisieren. So geht es. Okay, das Viech wäre erledigt. So, das ist dann wohl der Generator und hier fährt irgendwie so ein Teil rum. Ich drücke auch mal hier den Knopf. Und ab geht die Reise. So, und hoch die Leiter. Und wo ist, da ist eine Leiter und da ist eine Leiter, okay. Und ich vermute mal, wir sollten uns nicht von diesem Ding hier platt machen lassen. So, schnell hier die Leiter hoch. Und dann... Was kann... Achso, da ist noch ein Wissenschaftler obendrauf. Hallo? Okay, dann drücken wir mal hier den Knopf. Und... Achso, genau, ich glaube, wir müssen noch zur anderen Seite rüber und da auch einmal auf den Knopf drücken. Mal eben aufpassen hier. So. Weiter geht's. Uah, so. Und schnell hier die Leiter hoch. So, das ist dann wohl der Smithers oder wie auch immer der hieß. Ich habe es nicht ganz genau verstanden. Und drücken hier den Knopf und was ist... Irgendwas hat sich hier bewegt. Achso, hier ist der Elektroanschluss oder was auch immer. Gut, dann verpieseln wir uns mal wieder. Okay, irgendwas passiert. Auf jeden Fall gehen die Frames wieder nach Hause, runter auf 40 und da sind sie wieder auf 60. So. Und wir verpieseln uns wieder. Damit ist dann der Generator aktiviert, würde ich mal sagen. Und ich drücke wieder den Knopf. Und wir fahren zurück. Und damit sollten wir Strom haben für das Raketentriebwerk. So, was hat uns der Macker zu erzählen? Okay, nichts Wichtiges. Gut, dann müssen wir wohl die Leiter wieder nehmen, da der Fahrstuhl verschwunden ist. Dann geht es aufwärts. Ach so, und wie kommen wir denn jetzt überhaupt da wieder rüber? Hallo? Ach so. Wieso stecke ich hier? Hä? Okay, die Leiter ist hier zu Ende und wir müssen darüber. Uah, uah.
Ach du Scheiße. Okay, vielleicht mache ich hier nochmal eben einen Quick Save. Kann sicher nicht schaden. Und dann muss ich hier rüber. Und hier runter. Autsch. Okay, großer Bruch diagnostiziert. Und dann holen wir uns hier ein wenig Verarztung. So, alles wieder gut. Und dann, ach so, ja genau, jetzt haben wir hier das Problem. Diese Wasserlache ist jetzt elektrifiziert. Das heißt, wir müssen uns hier mal eben ein paar der Kisten mitnehmen. Huch. So. Uah. Und schieben die Kisten einfach mal hier in das Wasser hinein. Damit wir da dann drüber kommen. So. Na, komm schon. Noch eine. So, die kommt hier hin. Und noch eine. Und jetzt frage ich mich auch gerade wieder, wie unser guter Gordon die Kiste ziehen kann, wenn er seine Hände an der Pistole hat. Naja. So, okay, weiterschieben kann ich die nicht. Und da komme ich nicht ganz rüber. Doch, komme ich ganz rüber, okay. Gut, dann haben wir jetzt auch wieder Strom und hier ist wieder die Ladezone. Das heißt, wir können das fiese Monstervieh da drin mit dem Raketentriebwerk ordentlich abfackeln. So, da hört man es auch schon wieder. Und nach einer weiteren Ladezeit betreten wir wieder das Silo. So, mach auf die Tür. Jo, Barney, was geht ab? Okay, jetzt müssen wir hier wieder rüber. Ich mache nochmal einen Quick Save. Bevor ich hier wieder reinfalle. Okay, das hat funktioniert. Und hier dasselbe Spiel nochmal. Okay, hat funktioniert. So, jetzt müssen wir wieder nach ganz oben. Stirb! Okay, Granaten mag die Framerate scheinbar auch nicht. So. Jetzt sind wir schon mal hier und laufen, laufen, laufen. Okay, und jetzt nochmal eine Granate für euch. Und jetzt schnell da hoch. So. Und bloß weg hier. Und ich nehme nochmal neue Granaten mit. Wenn ich die nehmen kann, ja. So, Barney, danke für deine große Hilfe. Und vorsichtig hier runter. So. Und ich würde eigentlich mal vermuten, wenn ich jetzt das Raketentriebwerk starte, bricht auch die Framerate wieder komplett weg. Befürchte ich einfach mal so, aber naja, was soll ich anderes machen? So, Test Fire. Den Knopf drücken wir mal. Und die Türen haben sich geschlossen. Und das Triebwerk zündet. Ja, da brechen die Frames. Ne, nur kurzzeitig weg. Jetzt sind sie wieder auf 60. Na gut. So. Brenne, du Schua, heiß. Brenne, du Scheißvieh. So. Das Vieh wären wir los. Und jetzt hat sich uns ein neuer Weg eröffnet. Und zwar... Oh. Barney ist... ja. Barney hat es leider geröstet, so wie es aussieht. Aber irgendwas brutzelt hier doch auch noch vor sich hin. Naja, selber schuld, Barney. Hättest ja mit in den Schutzraum kommen können, aber du wolltest ja nicht. So, na gut, dann steigen wir mal wieder die Treppen runter. Und dort hinten. Und jetzt können wir durch diesen Schacht hier nach da unten. Autsch, autsch. Hilfe. Ich habe mir wieder ein paar Brüche geholt. Na gut, hier liegen noch ein paar Stücken von dem komischen Viech. Und in Zeitlupe fallen wir hier runter ins Wasser und da liegt noch ein Kopf und keine Ahnung. Na gut, gucken wir mal hier. Ein toter Wissenschaftler. Und ein Revolver. So, ich will nicht in diesen Schmock da rein. So. Wir haben den Revolver
Eine sehr gute Waffe und ich muss mich mal eben am Auge kratzen.